Ja, die Typ ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von Gogonopon My First Trip to Japan DSC Version 2015. Tja, wir sind noch in der letzten Folge auf unserem Shibuya-Ausflug, auch hier in einem kleinen Teilbereich von Shibuya, wenn man so möchte, an der Station Harajuku oder an der Takeshita Street angekommen. Da haben wir uns auch schon das Foto angesehen am Ende der letzten Folge noch. Und das hier ist eben eine, ja, für diverse Modegeschäfte, Kleidung und auch für die modischen Leute, die herumlaufen, durchaus eine, also gerade bei jungen Leuten, gewichtige Straße innerhalb von Tokio und im Großbereich Shibuya. Und ja, deswegen werden wir uns dann mal anhören, was uns an dieser Stelle hier Akira darüber so zu sagen hat. Schauen wir mal. Jedenfalls, das hier ist unser, ja, unser letztes Ausflugsziel für heute. Wow, das hier ist so, naja, wie soll ich sagen? Sogar noch voller von jungen Leuten als Shibuya. Genau. Das hier ist Harajuku. Es ist ein sehr, ja, beliebter Spot für, also ein sehr beliebter Ort für Mode bei Teenage-Mädchen. Also bei Teenagern weiblichen Geschlechts. Ja, das konnte ich auf jeden Fall schon anhand eines kurzen Blickes erkennen. Im Vergleich mit Shibuya vorhin ist das hier nichts weiter als junge Mädels. Auch wenn wir hier durchaus im Hintergrund eine beträchtliche und erkleckliche Anzahl von Männern auch abgebildet sehen. Und ich weiß nicht, ob man es auch am Foto letzte Folge sehen konnte, als wir eingeblendet haben, das echte Foto, wo wir hier oben hinkommen. Und ja, also natürlich junge Mädchen viel, aber was nicht ausschließt, dass Männer und gerade Boyfriends oder so hier auch mit rumlaufen. Nicht wahr? Und da jeden Tag hier so viele junge Mädchen herkommen, werden manche von ihnen gescoutet und machen dann ihren Auftritt oder ihren ersten Auftritt im Entertainment-Bereich. Wow. Okay, wenn wir also nicht aufpassen, dann könntest du vielleicht auch gescoutet werden. Hä? Nein, 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 das ist unmöglich. Wirklich? Nun ja, ich habe ja schon ein bisschen japanisches Fernsehen gesehen und du bist mindestens so süß wie die Mädchen, die ich da im Fernsehen sehe. Du Charmeur. Hä? Wovon redest du da eigentlich? Backer? Nichts, das ist doch die Wahrheit. Ja, ach ja, genau. Wie wär's, wenn wir einen Crepe essen gehen? Crepe. Hä? Huh? Ja, Crepes sind die Spezialität von Harajuku. Deswegen, ich werde mal einkaufen gehen. Ah. Akira, war sie gerade ein bisschen verlegen? Hier, für dich habe ich auch eingekauft. Oder, naja, ich habe dir auch einen mitgebracht. Aber ist ja nicht so, dass ich ihn dir auch gekauft habe, weil mich deine Aussagen vorhin, weil das so ein tolles Kompliment war. Backer. Dankeschön. Ja, mittlerweile muss ich ja dazu sagen, die Kursumrechnung, hier, stimmt ja mittlerweile absolut gar nicht mehr. 1 Euro zu 130 Yen seit der Brexit-Geschichte. Vor dem Brexit war es noch bei 1 zu 118 Yen, also auch schon runtergegangen. Nach dem Brexit war es jetzt zuletzt bei 1 zu 111 bis 13 gewesen, also innerhalb von eines Tages um 6, 7 Yen nochmal nach unten, weil eben der Euro geschwächt wurde, der Yen stärker geworden ist. Das heißt, die Umrechnung, naja, passt hier nicht mehr so wirklich. Genau, wir haben jetzt für die Fahrt waren es wahrscheinlich so ungefähr 150 Yen gewesen. Jetzt der Crepe ist auch wahrscheinlich so 450 oder 400 Yen. Irgendwas in die Richtung gewesen bei den 3,08 Euro, die wir hier haben. Nun ja. Danke. Nun ja, jedenfalls Itadakimasu. Es ist so süß und so lecker. Hä? Hast du mir einen anderen Crepe gegeben als den du hast? Ja, ich habe dir einfach das beliebteste oder den beliebtesten Crepe von dem Geschäft, ja, gekauft oder mitgegeben. Aber der Crepe von Akira sieht auch unglaublich lecker aus. Okay, zu so einem Zeitpunkt. Ah, dort, da ist ein durchsichtiger Mann. Tome ist eigentlich eher durchsichtig als unsichtbar, deswegen habe ich hier absichtlich durchsichtig gesagt.
Weil ansonsten würde es ja keinen Sinn machen, einen unsichtbaren Mann irgendwo zu zeigen. Durchsichtig kann zwar fast unsichtbar sein, aber naja, gut. Mit solchen Kleinigkeiten wollen wir uns nicht aufhalten. Hä? Was? Wie? Wo? Ha! Itadaki! Der Bissen gehört mir. Hä? Großartig. Auch lecker. Warte mal eine Minute. Was machst du denn da? Es tut mir leid. Dein Crepe sah einfach so lecker aus. Aber du kannst auch ein bisschen von meinen haben, natürlich. Das ist nicht das Problem. Ah, machst du dir dann etwa Sorgen wegen der Hygiene? Nein, das ist es auch nicht. Es ist nur ein indirekter Kuss. Hä? Nee, nichts! Baka! Tut mir sehr leid. Wir können auch gänzlich tauschen, falls du das bevorzugst. Nein, mach dir deswegen keinen Gedanken. Aber ich sagte, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Wirklich? Schau mal, jetzt lass uns einfach essen. Okay. Hä? Das ist wirklich sehr lecker. Ja. So. Ah, dann waren es wahrscheinlich doch 400 Yen, weil wir hatten ja 600 ausgegeben. Die Fahrt hat jetzt wieder 200 zurückgekostet. Das heißt, 400 Yen war wahrscheinlich der Crepe. Gut, dann werde ich mal ganz kurz weiterspringen, bis wir, tja, jetzt als nächstes den letzten von den neuen Ausflügen machen werden. Das hier haben wir ja alle schon gesehen, die ganzen Abendsachen und so weiter. Deswegen nächster Tag. Ja, das war ja auch noch mit dabei. Nun gut, aber auf jeden Fall, wir wollen in die Auswahl des nächsten Stadtviertels hier. Genau, denn wir haben jetzt noch offen Tsukiji haben wir gemacht, den Tsukiji-Markt. Es fehlen uns noch Shinjuku und Kabukiza, da wir jetzt gerade Shibuya gemacht haben, von den alten, vor dem DLC-Version im Hauptspiel schon vorhandenen, machen wir jetzt von dem DLC tatsächlich das letzte, nicht das letzte, den letzten Stadtteil, Kabukiza, von dem ich auch absolut gar nichts weiß. Von Kabuki würde ich mal ausgehen, dass es ein Stadtteil ist, der irgendwas mit dem Kabuki-Theater auf jeden Fall zu tun hat. Oder dass es zumindest mal vor gewisser Zeit vielleicht viele Kabuki-Theaters da gibt und deswegen der Stadtteil bis heute noch den Namen trägt, auch wenn es vielleicht heute nicht mehr kein Kabuki da mehr gibt. Wir werden es bestimmt erfahren, deswegen ohne weiteren Verzug werden wir zumindest jetzt die zweite Hälfte der Folge auch noch nach Kabukiza uns auf jeden Fall aufmachen und mal schauen, was uns da so erwartet. Und vor allem auch, wer uns da wieder hin begleitet. Gucken wir mal. Ich denke, heute würde ich gerne hier hingehen. Ah, das Kabukiza? Das ist tatsächlich wirklich ein sehr japanischer Ort. Stimmt, und da wird uns dann wahrscheinlich auch Makoto hinbegleiten, weil sie das als erstes sagt. Wo wir gerade davon sprechen. Wo liegt denn Kabukiza? Ich guck mal ganz kurz. Kabuki. Die ersten drei Zeichen sind das Kabuki und das Sa ist eigentlich das Zeichen von Sitzen. Mal sehen, ob auch noch eine Erklärung zum Namen kommt. Kann ich mir fast vorstellen, dass das kommt. Das weißt du nicht, Akira? Ja, ich war noch nie da gewesen. Wirklich? Obwohl du Japanerin bist? Das ist eine der dümmsten Aussagen, die man auch treffen kann. Es ist oftmals sogar so, dass wir Ausländer zum Beispiel, die zwei Wochen, drei Wochen Urlaub in Japan machen und von Stadt zu Stadt hinreisen oder als ich das eine Jahr da war und auch unglaublich viele Wochenendausflüge gemacht habe, dass ich schon mehr gesehen habe von Japan als der, sagen wir mal, übliche Japaner. Das ist ja genauso wie wir in Deutschland auch jetzt nicht ständig in 100 verschiedene Städte von Deutschland reisen und da wirklich alles und jeden und jedes Museum und keine Ahnung was kennen. Und oder jeden Stadtteil von Berlin und Berliner waren bestimmt auch noch nicht in jedem Stadtteil von Berlin oder so gewesen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Weil welchen Grund sollte man dazu haben, zumal man da wohnt, ja immerhin kann. Genauso wie man Sehenswürdigkeiten nie besucht, wenn man jahrelang in der Stadt wohnt, wo es diese Sehenswürdigkeiten gibt, weil man kann ja theoretisch immerhin.
Deswegen diese Aussage, nur weil man Japanerin ist, war man noch nie in einem bestimmten Ort oder Ortsteil von der Stadt, wo man lebt und so weiter. Es ist halt so, wir sind als Reisende oder als Touristen, die wir da sind, wollen wir das halt sehen, deswegen reisen wir da ganz viel hin und her. Aber für die Leute, die da wohnen, ist es eben das Normalste der Welt, dass es in der Nähe ist, aber deswegen muss man nicht unbedingt hin, solange man da keinen triftigen Grund für hat. So, muss ich mal kurz mein Rage gegenüber dem Hauptcharakter hier an der Stelle loswerden. Aber das wird bestimmt auch gleich relativ bissig, könnte ich mir vorstellen, Akira entgegnen. Naja, die meisten Japaner würden niemals ins Kabukiza gehen. Hm? Wirklich? Ich dachte, das wäre dann ein Ort, wo alle Japaner hingehen. Was glaubst du denn, wo das Kabukiza liegt? Kabukiza, Kabuki. Ah, ich weiß es. Ich weiß, das Kabukiza ist in Shinjuku, nicht wahr? Ha? War es in Shinjuku? Ich meine doch, Kabukicho ist doch auch in Shinjuku, nicht wahr? Oh, das stimmt ja. Wird es deswegen Kabukicho genannt? Aber ist Kabukiza wirklich in Kabukicho? Das sah schon auf der Karte gänzlich woanders aus, deswegen. Nein, ist es nicht. Sannendechta, das war leider falsch. Ha, ist es nicht? Ja, wieso? Kabukicho hat seinen Namen bekommen, weil Shinjuku in Trümmern lag nach dem Krieg und, und sie versuchten, das Kabukiza dort wieder aufzubauen. Ach so, wirklich? Und warum ist dann das Kabukiza letztendlich nicht dahin gekommen? Oder dahin gegangen? Oder wieder dort aufgebaut worden? Nun ja, diese Pläne sind letztendlich gescheitert. Aber sie hatten den Ort schon nach Kabukicho benannt und deswegen ist der Name einfach geblieben. Oh, das ist also passiert. Sie haben stattdessen an dem Ort, wo es geplant war, das Koma-Theater, Koma-Gekijo tatsächlich steht hier oben, gebaut. Und dann haben sie das wieder abgerissen und jetzt ist da ein großes Einkaufszentrum. Aber selbst ohne das Kabukiza ist Kabukicho immer noch Japans größter, florierender, ja, Vergnügungsdistrikt oder Vergnügungsviertel. Und am Abend, habe ich gehört, treiben sich da auch sehr, sehr viele Yakuza durchaus rum oder viele der Geschäfte, Clubs und so weiter, die da zu finden sind, sind durchaus von teils in Yakuza-Händen und so weiter. Also das war auch eine sehr interessante Erfahrung, als ich mal den einen Abend da durch, als ich allein durch Shinjuku gelaufen bin, auch durch Kabukicho oder ja, so ein bisschen querfeldein die Straßen lang gegangen bin. Schon eine interessante Erfahrung. Ja, ach ja, genau, also es ist der bedeutendste Unterhaltungsviertel und das ist immerhin, ja, durchaus was Besonderes. Taishitamono yo ne. Also ist aber Shinjuku Teil der Geschichte von Kabukiza. Ich nehme mittlerweile an, dass sich das wirklich auf ein berühmtes oder einzelnes berühmtes Kabuki-Theater wirklich bezieht und nicht jetzt unbedingt so auf eine Art von Stadtviertel. Also dass wir dann vielleicht tatsächlich jetzt nur an einen einzigen Ort gehen. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe leider von Kabuki no Theater, also generell von Theater, eigentlich so gut wie fast gar keine Ahnung und blamier mich wahrscheinlich hier, wenn das irgendeiner von meinen Dozenten sehen würde. Aber na gut. Omoshiroina, interessant. Das Kabukiza in Ginza, welches während der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war, das wurde wieder an seinem ursprünglichen Ort erbaut. Okay, Kabukiza ist dann wahrscheinlich so eine allgemeine Bezeichnung für ein Kabuki-Theater einfach. Ich gebe es jetzt mal hinten im Wörterbuch ein. Schauen wir mal. Kabukiza. Kabuki-Theater, Kabuki-Truppe oder Ensemble. Also es ist wirklich dann wahrscheinlich damit das Gebäude, ein allgemein Kabuki-Theater gemeint. Na gut. Aber warum sie das da dann ein Kabukiza extra als Stadtviertel haben? Mal sehen, was es damit auf sich hat. Ah, ist dann so wie eine Art Nebentheater oder ein Teilreihentheater, also wo es mehrere Stationen, Locations gibt. Das derzeitige Kabukiza, nach einem Wiederaufbau oder einer Restauration im Jahr 2013, ist die fünfte Ausprägung des Gebäudes. Ich nehme mal an. Atarashiku natara go daime. Ah ne, ist die fünfte
Dime ist eigentlich die Generation, also ist die fünfte Generation des Gebäudes. Die fünfte Generation also. Das Geschichte hat durchaus eine gewisse Geschichte in sich. Dann wäre die nächste Station also Ginza. Man kann da von Ginza auch hinkommen, aber ich denke, dass Higashi Ginza noch näher wäre. Lass mich mal nachschauen. Ich erinnere mich an was. Es ist direkt mit Higashi Ginza verbunden. Aber von hier aus ist es vielleicht trotzdem immer noch einfacher, nur nach Ginza zu gehen und von dort aus hinzulaufen. Dann wäre das wahrscheinlich was, was man an einem normalen Tokio-Tagesbesuch dann echt wahrscheinlich miteinander verbinden könnte. Weil Ginza an sich fand und finde ich auch wo wir hingegangen sind, in dem Hauptspielbereich gar nicht so spannend. Wenn das Kabukiza dann sowieso in der Nähe ist, kann man das ja eigentlich im Prinzip miteinander verbinden. Mal nebenbei gefragt, Onee-chan, hast du eigentlich jemals Kabuki gesehen? Obwohl ich immer, so ein bisschen großspurig rede? Nein, habe ich leider nicht. Was? Wirklich? Ich dachte, Japaner halten Kabuki für irgendwas Besonderes. Nun ja, das ist schon wahr. Ich würde gerne hingehen, aber der Preis lässt das ganz schön schwierig werden. Ach ja, der Preis. Ist denn Kabuki wirklich so teuer? Die Leute denken das zwar, aber ich bin mir da nicht so sicher. Warte mal, ich schau mal nach. Box Seats Ikai, das ist dann wohl die erste, wie kann man das sagen? Erste Empore oder sowas in die Richtung. Ich guck mal ganz kurz nach. Box Seats. Nein, das muss ich natürlich auf Englisch bzw. Deutsch Tastatur zurück umstellen. Box Seat, schauen wir einfach da mal da. Sitz in der Theaterloge. Loge, okay, alles klar. Logenplätze sind bei 20.000 Yen, was umgerechnet beim jetzigen Kurs ungefähr so 180, 190 Euro wahrscheinlich sind. Und erste Klasse Sitze liegen bei 18.000 Yen, was dann so 160, 170 sind, heißt es hier. Was nicht allzu großen Unterschied macht. 20.000 Yen? Oh mein Gott! Naja, Soldier Mudi da joch. Akila Medü. Da kann man nichts machen. Dann lass uns das aufgeben. Also keinen Gedanken mehr daran verschwenden. Warte. Gib noch nicht auf. Das sind zwar die teuersten Sitze, aber die billigsten gibt es schon so ungefähr um die 4.000 Yen, wie es aussieht. Was dann so 35, 36 Euro sind. Also okay, sagen wir mal. Aus studentischer Sicht immer noch relativ teuer, aber naja. Genau. 4.000. Das ist zwar schon viel billiger, aber fühlt sich immer noch recht teuer an. Tja, verstehst du jetzt, warum wir es so für unnahbar halten? Oder warum wir da nicht unbedingt hingehen? Auf jeden Fall. Es sieht so aus, als würde es auch, je nachdem, was aufgeführt wird, der Preis sich auch unterscheiden. Aber das sind die Preise für die derzeitige Performance. Da dachte ich, das wäre mal eine gute Chance, ein Kabuki-Theaterstück zu sehen. Aber 4.000 ist immer noch ein bisschen hoch. So viel bezahle ich zwar auch für einen Volltag, also einen Ganztags-Eintrittspass bei einem Themenpark, aber und ich bin mir auch nicht so wirklich sicher, dass ich verstehen würde, die Art und Weise, wie sie im Theater da Japanisch dann benutzen oder sprechen. Nicht mal ich bin sicher, ob ich das verstehen würde. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das bei dem Preis unbedingt gerne, erfahren möchte oder, erfahren möchte. Oh, warte mal eine Sekunde. Es gibt noch billigere Tickets. Wahrscheinlich sowas wie Last-Minute-Tickets oder so. Gibt es zumindest bei uns hier im Gewandhaus oder in der Oper auch, wo man für bestimmte Konzerte oder bestimmte Auftritte so 30 Minuten früher hin und dann Restplätze kriegen kann für 6 bis 12 Euro so in dem Dreh, je nach auch mal ein bisschen abhängig davon, was aufgeführt wird. Mal gucken, ob das hier ähnlich ist. Was? Wirklich? Nun ja, eine einzelne Performance oder ein einzelner Auftritt beim Kabukiza ist in verschiedene Akte aufgeteilt. Und es gibt auch Tickets, um nur einen Akt zu sehen. Das werden dann Einzelakt-Sitze genannt. Single Act Seats.
Da kann ich leider nicht lesen, wie das Akt geschrieben ist. Ich guck mal kurz, wenn ich Akt suche, ob ich es finde. Akt. Sehe ich da irgendwo das Zeichen? Ah, Maku. Ist das Maku? Ja, wahrscheinlich dann Ichimaku. Was waren die anderen Zeichen? Ichimaku Kensa. Oder sowas in die Richtung. Ichimaku Kensa. Ich kann es da mal eventuell nach einblenden, falls ich falsch gesehen habe. Also, ja, Einzelsitz oder Einzelakt-Tickets besser gesagt. Einen einzelnen Akt sehen, Sitz. Na gut. Einzelakt-Sitze? Und wie viele kosten die? Nun ja, das hängt auch davon ab, welchen Akt man sich anschauen will. Aber bei der heutigen Performance, da geht's von 800 bis 1600 Yen. Wow, das ist ja eine ganze Menge billiger. Also ist das teuerste ungefähr so viel wie ein Movie-Ticket. Was auch zeigt, wie teuer Film sehen in Japan ist, wenn sie sagt, 1600 Yen ist ungefähr so viel wie ein Ticket, für um ins Kino zu gehen. Das sind ja auch 13, 14 Euro. Selbst mit 3D ist das so ungefähr der Preis am teuersten Tag bei uns im CineStar hier in Leipzig. Ansonsten kann man es schon für 5 bis 10 Euro so im Schnitt ja bei uns machen. Japan auch wie Kino gehen leider ein bisschen teurer als bei uns. Also ungefähr so teuer wie ein Film Kinoticket. Nicht so schlecht. Möchtest du dann Aki-chan mitnehmen? Fragt sie das wirklich so? Aki-chan o anneichte itemiru? Achso, Aki-chan ga anneichte itemiru. Also willst du dann, dass Aki-chan dich dahin führt? Tja, wie wär's denn? Klar, ich komm mit. Oder ich führe dich. Ich wollte schon immer mal ein Kabuki-Stück sehen. Großartig. Na dann, lass uns loslegen. Wie machen wir das denn? Mit den Tickets, meine ich. Können wir einfach hingehen und sie dann aus dem Blauen heraus, also vor Ort, kaufen? Diese Einzelakt-Tickets können nur an dem Tag der Performance gekauft werden. Deswegen müsst ihr sie heute dann kaufen. Verstehe. Naja, das macht es auf jeden Fall einfacher für Leute wie mich. Das Kabuki-Saal ist normalerweise immer mit reservierten Tickets. Deswegen sind die Shows sehr häufig schnell ausverkauft. Aber für Leute, die vielleicht keine Tickets bekommen haben, uns mal ausprobieren möchten, vielleicht sind diese Einzelakt-Tickets für diese Leute dann. Also sind das wirklich irgendwie ganz spezielle Sitze oder auch Stehplätze oder irgendwie sowas, die nicht reservierbar sind, die wirklich freigehalten werden dann und die man nur spontan an den Tag besuchen kann. Dann würde ich das vielleicht tatsächlich auch mal machen, wenn ich mal wieder irgendwann nach Japan gehe. Also das wusste ich auch noch nicht, dass das so geht. Einfach mal, um die Erfahrung zu machen. Hier ist der Zeitplan für den heutigen Auftritt. Es gibt 3 Akte, die am Tag stattfinden und 3, die in der Nacht stattfinden. Und der Preis ist also für alle Akte unterschiedlich. Sieht so aus. Scheint aber so, wenn wir jetzt direkt gehen, würden wir am ehesten einen von denen, die während des Tages ablaufen, uns anschauen wollen, nicht wahr? Ja, das klingt so vom Zeitmäßigen her auf jeden Fall nach der besten Wahl. Sie haben hier zwar auch die Titel der Akte geschrieben, aber ich weiß nicht, in welcher Story es um was geht. Naja, ich weiß es auch nicht. Na dann, lass es uns einfach anhand der Zeit auswählen. Wie wär's mit dem um 12.50 Uhr? Klar, warum nicht? Das heißt, dass die Tickets für diese Performance ab 11.15 Uhr verkauft werden. Wenn wir uns jetzt losmachen, schaffen wir es gerade noch so rechtzeitig hin. Warum verbringst du dann die Zugfahrt nicht damit, ein bisschen dir noch was über Kabuki beizubringen? Klar, ich weiß auf jeden Fall momentan noch überhaupt nichts darüber. Ich auch nicht. Na dann, schauen wir uns während der Zugfahrt einiges an. Klar. Tatsache. Also erfahren wir jetzt dann wahrscheinlich von dem, was wir dann auf dem Smartphone oder irgendwie so, dann schätze ich mal, während des Zugs noch sich heraussuchen, noch ein bisschen mehr. Allerdings, die Folge ist dann jetzt auch mit gut 24 Minuten mal wieder etwas länger geworden. Ich bin froh, das mal wieder geschafft zu haben. Und tja, jetzt haben wir noch Kabuki-Saar gar nicht gesehen, weil jetzt doch sehr, sehr viel Vorgeplänkel war, wo wir über Kabuki ein bisschen geredet haben, über die ganze Preispolitik, was ich durchaus interessant fand, dass man da auch
ja, wirklich so einen Einzelakt mal sich anschauen und besuchen kann. Das macht es dann für uns Ausländer eventuell auch mal ganz angenehm, wenn wir wirklich mal nur so eine Kurzzeiterfahrung des Ganzen machen wollen. Gut, aber dann würde ich sagen, beenden wir erstmal die Aufnahme hier an der Stelle. Bedanke mich wieder fürs Zuschauen und ja, es geht dann weiter mit noch weiteren Informationen zu Kabuki und zu dem Theater wahrscheinlich dann auch in der nächsten Folge. Und bis dahin sage ich wie immer, Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.